So, da sind wir unterwegs. Das sind jetzt alles Athletinnen, die wir finden in Rostock bei den deutschen Jugendmeisterschaften vom 27. bis 29. Juli sehen. Und für einige dieser Sprinterinnen zuvor das Saisonhighlight die 20 Weltmeisterschaften in Tampere in Finnland. Am 10. bis 15.07. Ja, da liegt nicht alles glatt hier bei den Wechseln. Aber auch dafür sind solche Meetings, sind solche Tests genau richtig, um die Sicherheit bei den Wechseln zu trainieren.